alle Jahre wieder fand in der Nacht auf den 3. Advent der Fahrplanwechsel statt. Und wie immer hielt dieser auch 2021 in Hessen wieder etliche Änderungen bereit. Vom Ende der letzten Trabi-Loks über eine neue Intercity und eine neue Regionalexpresslinie, all das erfahrt ihr in diesem Video. Wichtigste Änderung stellt zweifelsfrei die neue Intercity-Verbindung Frankfurt-Münster dar. Alle 2 Stunden startet die neue Linie IC34 am Frankfurter Hauptbahnhof und verkehrt mit Halt in Frankfurt-West, Bad Nauheim, Wetzlar und Dillenburg nach Siegen, von wo aus es weitergeht nach Münster, zum Teil über Dortmund, zum Teil über Unna. Ein Zug pro Tag verkehrt weiter bis Nordeichmole, für den eine Reise von Frankfurt aus dann nur noch 6 Stunden und 50 Minuten dauern wird. Auf der neuen Linie kommen Intercity 2 Garnituren mit 147ern zum Einsatz. Der IC ergänzt sich mit dem RE99 Frankfurt-Siegen zu einem groben Stundentakt, womit er auch den Taktknoten in Siegen mitnimmt. Dafür verdrängt er aber die bisherigen RE99 Zwischentakte Gießen-Siegen aus ihrer Trasse, die so den Taktknoten in Siegen nicht mehr erreichen können, womit sich für den Nahverkehr in der Region de facto eine Verschlechterung ergibt. Da der IC aus Zeitgründen nicht über Gießen fährt, sondern stattdessen in Wetzlar hält, wird zum Fahrplanwechsel auch eine neue Zubringerverbindung der RE24 eingeführt, der von Gießen nach Weilburg verkehrt und an seinem einzigen Halt Wetzlar Anschlüsse von und zum IC gewährleistet. Betrieben wird er von der Hessischen Landesbahn mit 6 48ern. Zudem startet zum Fahrplanwechsel auch der neue Verkehrsvertrag auf der Bahnstrecke Frankfurt-Limburg, auch als Main-Lahn-Bahn oder Taunusbahn bekannt. Als Betreiber bleibt die DB Regio erhalten, die ihre vorhandenen sowie einige zusätzliche Doppelstockwagen umfassend modernisierte. Und die bisherigen Loks der Baureihe 143 durch solche der Baureihe 146.1 ersetzte. Im neuen Konzept verkehren alle Züge mit 5, im Berufsverkehr einzelne sogar mit 6 Doppelstockwagen. Zuvor waren es immer 3 bis 5. Am Fahrplan ändert sich nicht viel, nur am Sonntag wird der Takt zum Stundentakt verdichtet. Für viel Kritik sorgte der Wegfall des Haltes einzelner Züge zur Hauptverkehrszeit am S-Bahn-Halt Frankfurt-Höchstfahrwerke. In logischer Konsequenz der wochenendlichen Takterhöhung endet die RB21 Wiesbaden-Niedernhausen-Limburg, die bisher am Sonntag die Taktlücken der RB22 füllte, nun bis auf die Berufsverkehrsverstärker immer in Niedernhausen. Eine weitere größere Änderung betrifft den Fahrzeugeinsatz im Kinzigtal. Bereits zum letzten Fahrplanwechsel war hier etwa die Hälfte der Leistungen auf ex-nordrhein-westfälische 146.3 E-Loks umgestellt worden. Zum diesjährigen Fahrplanwechsel wird nun auch die andere Hälfte der Umläufe auf modernere E-Loks umgestellt, wobei es sich um von MLCE angemietete Baureihe 193, besser bekannt als Vectron, handelt. Zusammen mit der Main-Lahn-Bahn endet in Hessen so zugleich auch die Ära der Baureihen 112, 114 und 143. Die 143er wurden bereits am Freitag vor dem Fahrplanwechsel nach Leipzig-Engelsdorf überführt. Die 114er können in der Anfangszeit noch vereinzelte Runden im Kinzigtal drehen, werden allerdings in den kommenden Wochen schrittweise dann komplett von den 193ern abgelöst.
Darüber hinaus gibt es nur wenige kleine Änderungen. Eine davon betrifft die RB87 Göttingen-Bebra. Die Fahrzeiten dieser Linie waren zum letzten Fahrplanwechsel zwischen Eschwege und Bebra um eine halbe Stunde verschoben worden, um den zuvor nötigen 30 Minuten Aufenthalt in Eschwege einsparen zu können. Dadurch veränderte sich aber auch die Anschlusssituation in Bebra, wo fortan nur noch an den damals neu eingeführten RE5 Kassel-Bad Hersfeld Anschluss bestand. Eben dies wird zum diesjährigen Fahrplanwechsel wieder zurückgedreht, sodass in Bebra wieder ein Anschluss an die RB5 Kassel-Fulda und die RB6 Bebra-Eisenach besteht, dafür aber wieder 30 Minuten in Eschwege herumgestanden wird. Auch im Fernverkehr gibt es neben der neuen Linie 34 weitere Änderungen. So wird die bisherige Linie 31 Hamburg-Ruhrgebiet-Frankfurt bis auf ein Zugpaar Binz-Nürnberg in dieser Form aufgelöst. Den Abschnitt Ruhrgebiet-Frankfurt übernimmt die Linie 91, vormals Frankfurt-Wien, jetzt Dortmund-Wien, die zuvor ohnehin bereits meistens auf die Linie 31 durchgebunden war. Die Zugpaare von und nach Wien verkehren weiterhin alle mit ICE-T-Triebwagen, jene in den Tagesrandlagen, die nur noch bis Nürnberg, Regensburg oder Passau verkehren, sind mit ICE-1ern unterwegs. Den Abschnitt zwischen Dortmund und Hamburg übernimmt künftig die Linie 42 München-Dortmund, die dann bis Hamburg verlängert wird und auf der ICE-4-Triebwagen eingesetzt werden. Außerdem gibt es wie in jedem Jahr noch ein paar kleinere Fahrzeugverschiebungen. So verkehren die Linien 11 München-Berlin, 12 Basel-Berlin und 22 Stuttgart-Hamburg, auf denen bisher ICE-1 und ICE-4 gemischt unterwegs waren, nur noch mit ICE-4-Triebwagen, während auf der Linie 15 Frankfurt-Berlin künftig etwa die Hälfte der Leistung mit modernisierten, neunteiligen ICE-1ern gefahren wird. Und das war's dann auch schon wieder und ich wäre jetzt am Ende dieser Übersicht über die Änderungen zum Fahrplanwechsel angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.